Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Daniela Zeller und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie? Woraus schöpfen Sie Kraft? Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Wie finden Sie die richtige Balance im Leben? Woran sind Sie gescheitert? Und wie sind Sie wieder aufgestanden? Wie gelingt Ihnen das? Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht. Carpe Diem. Heute mit Gesundheits- und Hormoncoach Sina Oberle. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Nachwuchs bekommen. Im Mai hat Carpe Diem Meditation, die kleine Schwester des Carpe Diem Podcasts, das Licht der Welt erblickt. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Episode mit einem anderen Meditationscoach und einem speziellen Meditationsthema. Meditiert mit uns gemeinsam bei Carpe Diem Meditation. Gönne dir eine kleine Auszeit. Und jetzt viel Spaß mit dem Carpe Diem Podcast. Ich schicke ein liebes Hallo nach Konstanz an den Bodensee zu Sina Oberle. Sie ist nämlich mein heutiger Gast. Sina ist Gesundheitscoach und Ernährungsberaterin. Ihre Spezialgebiete sind Hormone and Health. Sie ist Bloggerin und Podcasterin und Autorin. Und ihr neuestes Werk heißt Der Zykluscode. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie beeinflusst der Zyklus der Frau das Leben der Frau? Das ist dein großes Thema. Und natürlich auch, wie wirkt sich das aus auf die Stimmung, auf die Haut, auf die Haare, auf alles, was Leben heißt. Sina, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Hallo und schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich auch total. Sina, wenn man ein wichtiges Gespräch hat, in welcher Zyklushälfte sollte man denn dann sein, damit das gut gelingen kann? Kommt auf das Gesprächsthema drauf an, aber ich sage mal so, wenn es eher in die Richtung Gehaltsverhandlung geht, Entscheidungen treffen, so seine Frau stehen, Argumentation bringen, dann würde ich da die Eisprungzeit empfehlen. Warum? Weil der Eisprung uns absolut in unsere Mitte holt. Der Eisprung ist die Zeit, wo wir uns am wohlsten im Körper fühlen, wo wir uns am attraktivsten fühlen, was jetzt nicht immer wichtig ist für ein Gehaltsgespräch, aber zumindest, wenn wir uns natürlich schön fühlen, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir uns wohlfühlen, dann hat das natürlich auch Vorteile in unserer Kommunikation und wie wir einfach in Gespräche reingehen und wie wir uns vor allen Dingen selber auch verkaufen, sage ich mal. Wenn ich jetzt meine Termine plane, ja, sollte ich dann Rücksicht nehmen, ob ich gerade meine Tage habe oder kurz danach bin oder kurz davor bin? Inwiefern kann ich das einfließen lassen in meine Lebensplanungsgestaltung? Also ich kann es nur raten. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir Frauen halt, wir sind zyklisch. Also wir sind von Pubertät bis zu den Wechseljahren zyklisch. Wir laufen mit unserem weiblichen Zyklus, der ist da, den können wir jetzt so auch nicht ignorieren, außer wir nehmen halt hormonelle Verhütungsmittel, dann wird der unterbunden, aber im Grunde ist er da und er läuft jeden Tag mit uns. Und viele Frauen werden das merken, dass sie sich in gewissen Zyklusphasen anders fühlen, also dass wir uns nicht jeden Tag gleich fühlen. Manchmal sind wir lieber gern zu Hause, manchmal sind wir lieber gern unter Menschen. Wenn ich das jetzt nutze für mich und meinen Alltag in jeglichen Situationen, ob es in der Arbeit ist, in der Beziehung, in Freundschaften, dann kann ich da nur Vorteile draus schöpfen. Also die Hormone haben uns fest im Griff. Ist so, Gott sei Dank. Es ist ja manchmal also fast so eine kleine Beschimpfung, ja, wenn jemand sagt, na, hast du deine Tage, bist du gereizt? Und es stimmt doch, oder? Man ist wirklich, bevor man seine Tage bekommt, gereizter, dünnhäutiger, anfälliger. Wie kann ich da dagegen steuern, wenn ich jetzt merke, ich bin in der Woche vor meiner Periode und ich fühle mich so? Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Erstmal dieses Thema, oh, jetzt bist du wieder zickig, deine Periode kommt. Ich glaube, das ist was in unseren Köpfen herrscht, das völlig fehl am Platz ist. Finde ich auch an sich nicht gut, weil dieses Thema Hysterie und zickig sein, das entspricht uns Frauen einfach nicht. Und wir werden da in eine Schublade gedrängt, wo wir uns selber einfach auch nicht wohlfühlen. Also wo auch nicht dem entspricht, was tatsächlich in unserem Körper passiert. Ich glaube, so, das ist so das eine, was man dazu mal sagen sollte.
Das andere ist natürlich, dass wir vor der Periode befinden wir uns in der zweiten Zyklusphase. Das ist schon so eine Phase, wo wir natürlich uns auch eher zurückziehen, wo wir vielleicht uns nicht immer ganz so wohlfühlen. Aber auch da muss man abgrenzen. Also zurückziehen, eher reflektierend sein, eher analytisch sein, ist ja per se nicht schlecht. Mhm. Es wird dann schlecht, wenn wir versuchen, in dieser Phase aktiv nach draußen zu gehen, aktiv unter Menschen zu gehen, aktiv Sport zu machen, also eher eben dann ins äußere Leben zu gehen und nicht in die innere Welt, dann können wir in einen Konflikt kommen. Und auf der anderen Seite würde ich mal behaupten, dass der Zyklus oder die Natur nicht für uns gedacht hat, dass wir weinerlich sind, dass wir zweifeln, dass wir aggressiv werden vor der Periode. Wir können ab einem gewissen Punkt schon auch über Beschwerden reden. Also es ist nicht normal, dass ich vor meiner Periode heulen muss, dass ich vor meiner Periode an meiner Beziehung zweifle oder alles in Frage stelle. An mir selbst. Das sind Beschwerdebilder. Und dann, man redet auch in dem medizinischen Bereich von PMS, prämenstruelles Syndrom. Für mich jetzt aufgrund meiner Erfahrungen und auch Recherche und auch vielen Gesprächen in meinen Coachings mit Frauen, für mich auch wieder so ein Thema, die Medizin hat einen Begriff gesucht und da ist er, weil darunter fallen 160 Beschwerden. Und wenn ich Stimmungsschwankungen habe, was eine Beschwerde ist von 160 PMS-Beschwerden, weiß ich nicht, ob ich mich dann aufgehoben fühle, wenn ich weiß, okay, es ist PMS, sondern dahinter stecken Ursachen. Und auf diese Ursachen können wir gerne im Gespräch nachher noch eingehen. Aber jedenfalls ist es wichtig zu wissen, eine Beschwerde kann da sein und hinter einer Beschwerde steckt eine Ursache und eine Ursache kann auch eine, sucht eine Lösung und das können wir lösen. Wir gehen gleich drauf ein. Was können denn die Ursachen sein? Natürlich können die Hormone eine Rolle spielen. Ich bin nie der Fan, einfach zu sagen, die Hormone sind schuld, weil Hormone sind Botenstoffe. Also Hormone sind jetzt selten die Ursache. Weil wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man sagt zum Beispiel gerade so Stimmungsschwankungen oder auch einfach PMS-Beschwerden, wenn ich es jetzt mal wirklich grob halte, können entstehen, weil Progesteron nicht stark genug ausgeschüttet wird. Progesteron ist das Hormon, das in der zweiten Zyklushälfte dominiert. Dann könnte man jetzt erstmal meinen, okay, das Hormon sei schuld. Aber warum wird Progesteron nicht ausreichend ausgeschüttet? Oder warum kann der Körper nicht damit umgehen? Dahinter steckt ja wieder eine Ursache. Also wir müssen den Körper natürlich ganzheitlich betrachten. Eine Ursache, warum Progesteron nicht ausreichend ausgeschüttet wird, kann Stress sein. Wenn wir zu viel Stress haben, wird zu viel Cortisol ausgeschüttet. Und Cortisol und Progesteron haben dasselbe Mutterhormon. Und das heißt, es wird mehr für Cortisol verwendet, weniger für Progesteron. Schwupps, haben wir zu wenig Progesteron. Schwupps, haben wir dann eventuelle Beschwerden. Aber da ist jetzt nicht das Progesteron schuld, sondern der Stress. Also daher auch das Coaching. Ich nehme an, du schaust dir das gesamte Leben der Person an, nicht nur so auf einzelne kleine Ausschnitte, sondern auch es geht um den Schlaf, es geht um die Ernährung, es geht um den Stresspegel, um auch die Zufriedenheit. Und kommt das auch wirklich vor in deinen Beratungen, dass Menschen etwas an ihrem Leben ändern und danach verändert sich auch der Zyklus oder verändern sich auch die Beschwerden, ohne dass sie zum Beispiel Hormone nehmen? Hast du da so Erfolgsgeschichten? Ich kann auch einfach ein paar Geschichten oder ein paar Situationen teilen, die vielleicht viele Frauen kennen. Also als Beispiel, man hat immer irgendwie relativ regelmäßig seine Periode und plötzlich fliegt man in Urlaub oder geht in Urlaub und dann kommt die Periode nicht und man denkt, was ist denn hier passiert? Oder auch schon häufig vorgekommen, wenn man eine Operation hat, egal wo jetzt, egal warum, dass plötzlich auch die Periode ausbleibt. Weil der Körper einfach in dem Moment sagt, okay, wir haben hier gerade andere Themen, wichtigere Themen. Und deswegen kann ein Zyklus, ein Körper durchaus in der Lage sein, eine Periode für 2-3 Tage nach hinten zu schieben. Er kann in der Lage sein, einen Eisprung ausbleiben zu lassen, weil der Eisprung ist dafür eine Fortpflanzung für die Fruchtbarkeit der Frau. Und darum geht es auch im Zyklus. Also der Zyklus ist darauf angesetzt, schwanger zu werden. Und wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, dann wird der Zyklus abgebaut und startet wieder von vorne. Und wenn eine Frau keinen Eisprung hat, dann hat das meistens auch einen Grund. Und das kann zum Beispiel Stress sein, das kann Nährstoffmängel sein. Und dann sagt der Körper, nee, Moment, wir lassen den Eisprung aus, weil es wäre gerade in der aktuellen Situation kritisch, schwanger zu werden für Kind und Mutter. Der Körper ist so intelligent und
das kann von Zyklus zu Zyklus variieren. Ich glaube, dass wir Frauen, die wie ich auch sehr früh die Pille nehmen, wir verlernen das, weil da ist immer alles sehr getaktet. Auch wenn es nicht natürlich ist, es ist getaktet. Wir wissen, was passiert, wir wissen, auf was wir uns einstellen. Und dann kommt plötzlich der natürliche Zyklus und plötzlich ist gar nichts mehr so richtig getaktet und hat eben mit vielen Einflusskriterien dann zu tun. Das war bei mir auch so. Ich habe mit 16 begonnen, die Pille zu nehmen, weil das einfach damals so war. Ja, man hat dann einfach die Pille genommen. Man hatte seinen ersten Freund. Und ich habe die immer weiter genommen, auch weil ich Hautprobleme hatte. Und darauf kommen wir dann auch noch später zu sprechen. Bekam ich einfach immer die Pille weiter verschrieben, weil sie auch praktisch ist, ja, dann die Hautprobleme dadurch zu lösen. Ja. Und ich habe mir wirklich oft gedacht, was haben diese ganzen Frauen, die da immer jammern über Regelschmerzen und Krämpfe und PMS, das ist doch überhaupt kein Thema, weil es natürlich bei mir nicht so war. Und dann war ich Mitte 30, als ich die Pille abgesetzt habe, also wirklich spät. Und da habe ich dann gemerkt, hoppala, das ist unglaublich. Aber es war auch ein völlig neues Körpergefühl, dann diesen Zyklus zu spüren und ja, irgendwie näher an sich dran zu sein, so habe ich es empfunden. Das sagen ganz viele Frauen, manche sagen auch, mir wurde wie so ein Schleier genommen. Ja. Und das ist eigentlich so ein klares Bild. Also, dass Frauen auch, ich hatte zum Beispiel das Gefühl, Körper und Geist laufen immer nebeneinander her. Und plötzlich war es eins. Das kann natürlich auch erstmal überfordernd sein. Das ist total schön und das Absetzen der Pille bringt unfassbar schöne Sachen mit sich. Aber das kann manchmal auch überfordernd sein, wenn man so Mitte 30 ist oder wie in meinem Fall Mitte 20 und plötzlich lernt man sich kennen und denkt so, huch, wer war ich denn die letzten Jahre? Kann es auch sein, dass man sich falsche Männer wählt, also wenn man unter dem Einfluss der Pille steht, oder dass man innere Wünsche unterdrückt? Also mir hat das mal eine Frau erzählt, die gesagt hat, sie hat die Pille genommen und hat immer gesagt, nein, ich will überhaupt keine Kinder und es interessiert mich gar nicht. Und dann hat sie die Pille abgesetzt, weil sie auch schon die Pille so lange genommen hat. Und auf einmal hat sich so ein total tiefer Kinderwunsch entwickelt bei ihr. Und sie war also dann Ende 30, Anfang 40. Und sie gesagt, das hat sie vorhin nie gespürt. Kann das damit zusammenhängen? Also es sind jetzt zwei Themen. Das eine mit dem Kinderwunsch natürlich. Klar, also wenn ich die Pille nehme, dann ist ja der Sinn und Zweck, den Kinderwunsch zu unterdrücken, körperlich und emotional natürlich. Weil der Eisprung in den Mai, also es gibt verschiedene Pillenpräparate, aber die Kombipräparate unterdrücken den Eisprung. Und der Eisprung ist da für die Fortpflanzung, der ist da für das sexuelle Lustgefühl, der ist da für den Kinderwunsch. Und der Körper richtet sich danach aus. Wenn das natürlich wegbleibt, dann bleibt natürlich auch viel Emotionales weg. Und wenn man die Pille absetzt, dann kann das natürlich hochkommen. Andere Thema, Partnerwahl. Ja, davon kann ich ein Liedchen singen. Ich hatte das ja tatsächlich. Also ich war verheiratet, habe da damals die Pille auch gehabt, habe meinen Partner auch mit der Pille kennengelernt. Wir waren lange zusammen, haben lange zusammen gewohnt. Es war eigentlich nur ein logischer Schritt zu heiraten. Und dann habe ich sie abgesetzt. Und dann hat sich einiges verändert. Also erstmal, wie wir vorher schon gesagt haben, man lernt sich plötzlich ganz neu kennen. Und mit diesem neu kennenlernen hatte ich halt auch plötzlich das Gefühl, ich muss aus meiner Welt ausbrechen. Ich wollte eine eigene Wohnung. Ich wollte plötzlich irgendwie allein reisen. Ich wollte mich entdecken. Ich habe wie so einen zweiten Frühling erlebt. Ich war total verliebt in mich und mein Leben. Also es war ganz, 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 ganz krasses Gefühl. Ich coache viele Frauen, die in solchen Situationen sind. Deswegen empfinde ich diese Emotionen immer wieder nach durch diese Coachings. Und ich finde das unfassbar, was da passiert ist. Positiv natürlich, aber natürlich auch aufgrund dieses Bewusstseins, dass ich mich jetzt trennen muss, natürlich auch sehr negativ behaftet, weil es natürlich sehr schmerzvoll ist, eine Trennung. Aber es war tatsächlich bei mir so, ich konnte meinen Partner nicht mehr riechen. Und ich dachte, also damals habe ich das natürlich noch nicht begriffen. Ich war damals noch nicht in der Thematik drin, aber heute weiß ich, okay, Sexualhormone, Pheromone, Duftstoffe, Anziehung, Attraktivität der Partnerschaftswahl hängt unfassbar zusammen und auch das können wir nicht totschweigen. Es gibt auch Studien dazu mittlerweile,
die eben das belegen, wie die Sexualhormone auf die Pheromone wirken und wie wir eben durch Pheromone natürlich auch unseren Partner anziehen. Das hat auch was damit zu tun, dass eben Zyklus und Natur ist ja immer darauf ausgelegt, sich fortzupflanzen, und dementsprechend suchen wir auch unseren Partner aus. Das heißt, hier wird geschaut, wir brauchen die größte Bandbreite an Immunzellen, beziehungsweise an Molekülen, die im Immunsystem angesiedelt sind, damit das Baby so gut wie möglich versorgt sind. Wenn sich jetzt unter der Pille wird das beeinflusst, und es suchen sich oft Partner, die sehr ähnlich sind und nicht gegensätzlich zueinander, was aber dann auch wieder die Bandbreite ausmachen würde der Moleküle. Und das, also so ein bisschen biologisch erklärt, das geht natürlich noch viel tiefer, aber einfach um das Verständnis zu haben, was da auch passiert und dass man eben nicht einfach verrückt ist. Ich dachte das damals, ich spinne jetzt halt einfach nur. Aber tatsächlich konnte ich diesen inneren Trieb, diesen Wunsch nach meinem eigenen Leben gar nicht ignorieren. Das war unmöglich, und deswegen dann die Trennung. Hat dich auch dein Ex-Mann begonnen, anders wahrzunehmen? Ja. Hast du ihn das mal gefragt? Wir haben Gott sei Dank ein sehr gutes Verhältnis, über das ich sehr froh bin. Das Thema ist so ein bisschen natürlich schwer in unserer Kommunikation, und er hat dann schon auch natürlich sich belesen und hat dann gemerkt, okay, krass, die Pille hat da eventuell echt einen Einfluss, weil auch am Anfang hat er natürlich nach Antworten gesucht, er hat es ja auch nicht verstanden, schließlich waren wir noch nicht lang verheiratet. Er hatte schon auch gesagt, dass ich mich natürlich verändert habe. Also ich habe mich durchaus verändert. Ja. Die Frage ist nur, hat er die Veränderung gesehen, weil ich halt plötzlich diese Trennung wollte und plötzlich ein anderer Mensch dann natürlich auch für ihn war und mich natürlich anders verhalten habe. Er hat natürlich eine Veränderung gemerkt, auf jeden Fall. Also du empfiehlst Frauen, wenn sie sagen, okay, jetzt könnte es soweit sein, dass ich eventuell eine Familie gründen würde, setze mal die Pille ab, schau, was passiert, und dann geh den nächsten Schritt. Ja, also ich möchte auch keine Angst machen. Es gibt so viele Frauen, die setzen ab und die fühlen sich auch wie neu verliebt in ihre aktuelle Partnerschaft, weil die Libido wiederkommt, weil man sich nochmal neu entdeckt gemeinsam. Also es muss nicht sein, dass man die Pille absetzt und sich dann erstmal trennen will. Das kann passieren und muss aber nicht. So. Aber natürlich, ich wünsche vielen Frauen, dass sie nicht direkt nach dem Absetzen der Pille schwanger werden. Und zwar wünsche ich das ihnen, weil A, der Körper natürlich ein bisschen Zeit braucht, um die Sexualhormone wieder zu produzieren, damit umgehen zu können. Gerade wenn ich 12 Jahre lang die Pille genommen habe und eigentlich meine ganze Pubertät verpasst habe dadurch, weil ich früh angefangen habe, dann wünsche ich es den Frauen wirklich, sich diese Zeit zu geben und sich neu zu entdecken. Weil wenn wir natürlich schwanger werden, und ich habe eine 8 Monate alte Tochter, ich weiß, von was ich aktuell spreche, dann kommen wir auch nochmal in einen neuen Lebensabschnitt rein. Schwangerschaft, Mutter sein, auch da geht es natürlich nicht mehr nur um uns, sondern da ist jetzt ein Wesen, und das braucht uns. Das heißt, wir stellen uns natürlich für einen gewissen Zeitraum auch wieder in den Hintergrund. Und ich wünsche es den Frauen, einfach mal für einen bestimmten Zeitpunkt im Vordergrund zu stehen und sich um sich zu kümmern. Und das finde ich sehr wertvoll. Deswegen, ich habe einen Online-Kurs gemacht, der nennt sich Wunderweg. Und ich habe den bewusst gemacht, um den Frauen die Kinderwunschzeit einfach bewusst werden zu lassen, wie wertvoll die ist. Und bei manchen kann das ein Jahr dauern, und es ist aber auch ein sehr schönes Jahr, wenn ich den richtigen Blickwinkel drauf setze und nicht immer nur denke, oh nee, jetzt ist der Test wieder negativ, und nee, jetzt kommt meine Periode wieder. Es ist ja auch frustrierend. Also auch das habe ich alles erlebt, aber wenn ich das für mich nutze und sage, okay, ich habe jetzt einfach nochmal für mich Zeit und nutze das und gehe nochmal vielleicht in Glaubenssätze rein, um die für mich zu lösen, lerne mich nochmal neu kennen, mach Dinge, die ich für mich tue, dann kann man die Zeit schon sehr schön nutzen und überbrücken, sage ich mal. Das wäre nämlich mein nächstes Thema gewesen, denn das ist oft der Fall. Ne? Man ist in einer Beziehung, man sagt so, jetzt lass uns eine Familie gründen. Man stellt sich das so schön vor, wir setzen die Pille ab, wir probieren das, bam, zack, wir sind schwanger, Baby ist da, alle sind happy. Und dann kommt es ja oft ganz, ganz anders. Und ich erlebe das oft in meinem Umfeld als so einen großen Krampf auch. Mhm. Ja, dann wird das oft auch schon erzählt, wir versuchen jetzt schwanger zu werden, und dann nach einem halben Jahr ist noch nichts passiert und nach einem Jahr auch nicht. Und dann wird das schon so ein bisschen ein komisches Thema, und das Ganze kriegt so eine Schwere. Ja. Was rätst du da Paaren ganz konkret, aus dieser Schwere wieder rauszukommen? Was kann man da tun?
Also ganz konkret, nicht nur Sex, um den Eisprung rum zu haben, sondern Sex hat was mit Leidenschaft, mit Liebe zu tun und nicht nur mit Fortpflanzung. Und ich glaube, dass für viele Paare dieses Thema so schwer wird, weil jetzt angenommen, der Wunsch kommt eben stark von der Frau, dass die Frau sagt, ich habe jetzt meinen Eisprung, ich habe jetzt 8 Stunden Zeit, los geht's. Und du musst jetzt irgendwie nach Hause kommen von der Arbeit. Also das gibt's, das teilweise habe ich das selber in meiner Partnerschaft auch so erlebt, dass es wird ein enormer Druck aufgebaut. Also Männer haben oft auch das Gefühl, Sex ist mit Leistung verbunden. Und das ist dann alles andere als schön. Und so ein Kind entsteht einfach schon mit der Befruchtung. Also das dürfen wir nicht vergessen. Da kommen schon Emotionen mit. Da ist einfach schon meiner Meinung nach eine Seele im Umlauf. Und im besten Fall wurde die aus Leidenschaft und Liebe und Ruhe erzeugt und nicht auf meine Zyklus-App sagt jetzt, ich habe jetzt einen Eisprung, wir haben jetzt nur noch ein paar Stunden Zeit. Das baut enorm Druck auf für beide Seiten, also Mann und Frau. Also von daher würde ich raten, auch wenn man natürlich weiß, man kann im Zyklus nur um den Eisprung beziehungsweise 4-5 Tage davor schwanger werden, weil Spermien im weiblichen Körper überleben können. Deswegen ist die fruchtbare Zeit ein bisschen länger. Trotzdem auch mal Sex zu haben in der zweiten Zyklushälfte, wo man weiß, hier geht eigentlich nichts. Was heißt eigentlich, hier kann man nicht schwanger werden, weil der Eisprung schon vorbei ist. Das ist mein großer Tipp. Ein zweiter Tipp ist auch wirklich Sex nach Lust und Laune zu haben und nicht nur, weil man, also ich finde es zum einen wertvoll, den Zyklus zu tracken, weil man sollte schon wissen, wann, wie, wo stehe ich, gerade auch für die Zyklusphase, um mit ihm zu leben. Aber das Zyklus-Tracking darf nicht zur Kontrolle und zum Druck werden. Das ist mir passiert und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt für diesen Zeitraum tracke ich meinen Zyklus nicht mehr. Ich höre auf meine Körpersignale, ist auch nochmal eine schöne Sache und nicht auf das Basalthermometer, das dann meine Körpertemperatur anzeigt, sondern eventuell spüre ich einen Mittelschmerz, eventuell merke ich die Stimmungsveränderung, eventuell merke ich, dass sich mein Körper verändert und gehe damit. Das heißt, ich lebe da natürlich noch mehr mit dem Zyklus. Und ein weiterer Tipp ist natürlich auch ganz arg, die weibliche Energie zu leben, weil ja, es gibt eigentlich nichts Weiblicheres als eine Schwangerschaft. Es ist so, und auch die Geburt, also es ist ganz krass, was da passiert und wie wir als Frauen in unsere weibliche Kraft kommen. Und ich glaube, dass viele Frauen in der heutigen Zeit, inklusive mir, auch sehr in der männlichen Energie leben. Das heißt, um das jetzt mal sehr dogmatisch zu unterteilen, ist es wirklich so, dass die männliche Energie natürlich eher der Verstand ist, die Logik, die Kontrolle, der Kopf. Die weibliche Energie ist die Intuition, die Fürsorge, das Bauchgefühl. Wir haben beides. Also auch Männer haben beides. Aber wir Frauen sollten in gewissen Phasen in unserem Leben auch stark die weibliche Energie leben dürfen. Und ich glaube, dadurch, dass wir Frauen im Beruf auch noch 100% geben wollen, in der Partnerschaft und das noch und das noch und das noch, kommen wir ganz oft in die männliche Energie rein. Und männliche Energie braucht männliche Hormone. Sonst kann der Körper dem nicht standhalten. Und männliche Hormone ist eigentlich das, was wieder Probleme macht für den weiblichen Zyklus, also im Überschuss. Also das bedeutet, wenn Frau einen Kinderwunsch hat, dann sich so ein bisschen zurückzunehmen, sich Massagen zu gönnen, sich hübsch zu machen, sich ja mal zu sagen, na, gehe ich mal einfach nur spazieren, nicht denken, wo ist das nächste Projekt, wo muss ich den nächsten Zug erwischen, wo muss ich jetzt hin, was muss ich jetzt tun? Sich auch einfach mal fallen zu lassen. Also vielleicht kennen das viele Frauen, dass sie auch in der Beziehung sehr kontrollierend sind und sagen, und manche Frauen sagen ihrem Mann, was er morgens anziehen soll. Manche Frauen planen den kompletten Alltag für die Partnerschaft. Das hat nichts mit fallen lassen zu tun. Man darf auch den Mann mal Mann sein lassen und darf sich als Frau auch mal fallen lassen. Wir müssen nicht alles kontrollieren. Das hat natürlich alles tiefsitzende Themen und Glaubenssätze. Das kommt nicht einfach von irgendwo. Das ist meistens so, wie wir es vielleicht von unseren Eltern auch schon kennen. Je nachdem, welche Weiblichkeit wurde von unserer Mutter und Oma vorgelebt, welche Rolle hatte der Vater in der Beziehung. Aber
diese Zeit, diese Kinderwunschzeit darf man nutzen, um da nochmal dahinter zu blicken. Was bedeutet für mich Weiblichkeit? Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Weibliche Energie zu fördern ist natürlich auch, wie du sagst, spazieren gehen, mit der Natur verbunden sein. Für mich persönlich auch töpfern, malen, singen, tanzen, jetzt Gartenarbeit machen. Das hat was mit Fürsorge, mit Fortpflanzung zu tun. Das ist also was kreieren, erschaffen, genau. Ja. Absolut. Also, das darf man ruhig mal zulassen. Das ist gar nicht so einfach, oder? Nein. Also gerade. Absolut nicht. Es war wahrscheinlich vor einigen Jahrzehnten einfacher. Ja, dafür war vieles andere viel, viel schwieriger, als wir es jetzt haben. Es ist ja auch schön, dass wir Frauen so viele Optionen haben und dass sich da was verändert hat. Also ich bin nicht der Meinung, Frauen gehören in die Küche, um ihre Weiblichkeit leben zu dürfen, um Gottes Willen. Aber wir sind halt natürlich auch in einer Welt, wo wir sehr stark mit Männern mithalten. Ich habe in der IT-Branche gearbeitet, bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt mache. Es war ein männerdominierter Job und ich habe mich irgendwann selber gefühlt wie ein Mann, weil ich einfach wie mit Ellenbogentechnik irgendwie und mit Verstand und Logik durch diesen Job gerast bin. Es war Wahnsinn. Und bis ich mich da wieder runterholen konnte und bewusst werden konnte, dass ich nicht einfach genauso wie mein männlicher Arbeitskollege agieren muss, sondern andere Stärken habe, vielleicht auch die mit dem Zyklus lebend einfach, ja, das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Das ist nicht ganz einfach. Das ist so. Ja, aber wenn diese ganze Corona-Zeit etwas Gutes hatte, dann meiner Meinung nach das. Weil das schon die Gelegenheit war, sich da mal ein bisschen zu fallen zu lassen. Ja. Und es gibt diesen schönen, entschleunigen, diesen Satz, ja, man fällt niemals tiefer als in Gottes Hand. Und als das alles so aufkam, und ich bin ja auch selbstständig und wusste nicht, oh, wie geht das alles weiter, wenn wir im Lockdown sind, also im April 2020, da war mir dieser Satz so ein sehr, sehr guter Begleiter. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben also so Hingabe gelebt. Und mir gedacht, ja, ich kann eh nur mein Bestes geben, aber ich kann jetzt gar keine extra Meilen gehen, sondern einfach mal so schauen, wie es kommt. Go with the flow. Vertrauen ins Leben. Das ist das, ja. Das ist so unfassbar wichtig. Und mir wurde das auch so gelernt, jetzt durch meine Tochter. Weil du kommst natürlich nochmal in eine ganz andere Sphäre. Du hast plötzlich Ängste, die hattest du davor nie. Und da einfach zu sagen, ich vertraue auch so eine Geburt, ich vertraue einfach in meinen Körper, ich vertraue ins Leben, es kommt alles so, wie es kommen soll. Aufhören, sich immer vorzubereiten, immer das nochmal und da nochmal die Kontrolle und so, und das muss man organisieren und. Das ist schon sehr wertvoll, dass also diese Seite oder diese Kraft einfach zu haben, manchmal zu sagen, ich höre auf mit der Kontrolle, ich gehe ins Vertrauen. Ich bin auch gerade schwanger. Ach schön, ja, gratuliere. Ich bin gerade schwanger im 8. Monat und erlebe das auch total so. Ja. Und merke auch, auf der einen Seite natürlich, die körperliche Kraft wird ein bisschen weniger, man wird müder, auch wenn es mir sehr gut geht. Es ist einfach so, man geht im Stechschritt los und kommt dann drauf, ich kann dieses Tempo jetzt nicht zu Ufern gehen, es geht einfach nicht und der Bauch ist da und so. Aber ich merke auch, dass ich gerade so diesen Killerinstinkt überhaupt nicht so habe wie sonst immer. Killerinstinkt ist so blöd. Aber so dieses, ja, was ist zu tun? Was muss ich machen? Da. Sondern oft denke ich mir, ah ja, ist eh egal. Ja, wird schon irgendwie so. Und das kenne ich gar nicht bei mir. Das überrascht mich dann immer. Aber das braucht die Situation. Ist so. Und das ist einfach, also dieses Thema Geburt ist auch so unfassbar krass, wenn man sich das mal vorstellt, was da passiert, welche Mächte da wirken und wie man einfach nicht alles in der Hand hat. Es ist, es spielt plötzlich, also auch ja schon in der Schwangerschaft, ein zweites Leben eine Rolle. Und dieses Kind ist nicht einfach nur ein Produkt aus dir und deinem Partner. Es ist, also ich kann das so bestätigen, unsere Tochter kam mit einem eigenen Charakter auf die Welt. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Die ist komplett anders wie wir. Die hat einfach schon einen Charakter. Und das seit sie auf der Welt ist, im Bauch schon. Und es ist so wichtig, das zu schätzen und das diesem Charakter eine Chance zu geben und nicht durch sein eigenes Thema einfach zu denken, ich habe alles in der Hand, ich kann alles regeln, ich kann alles tun und machen, wie ich das möchte, sondern da kommt jetzt ein Wesen und dann wird man
ein gutes Team zusammen, auch schon in der Geburt. Auch schon während der Schwangerschaft. Man kann auch nicht beeinflussen, ob der jetzt strampelt oder nicht. Oder wie, sondern das ist ganz eigenständig. Ja. Oh ja. Was können Frauen machen, die überhaupt keinen Zyklus haben? Also die ihre Periode mal nach 8 Tagen schon wieder kriegen, dann wieder 34 Tage gar nicht, wo das komplett weg ist. Also erstens, was könnte dahinter stecken? Mhm. Und zweitens, was kann man tun und was sollte man vielleicht auch tun? Also dahinter stecken können verschiedene Sachen. Ich versuche so ein paar mal aufzugreifen. Also eine Sache, die mir immer wieder über den Weg läuft, sind natürlich Nährstoffe. Also ich kann durchaus mit einem Nährstoffmangel das Problem haben, dass gewisse Prozesse im Körper nicht so funktionieren. Welche Nährstoffe könnten es sein, die da fehlen? Was sollte man sich anschauen? Selen ist ein Thema, also die Schilddrüse spielt eine unfassbar große Rolle, was den Zyklus betrifft. Also Nährstoffe, also ich würde zum Beispiel die Schilddrüsenwerte checken, das hat jetzt weniger mit den Nährstoffen zu tun, aber dahingehend natürlich auch Jod und Selen checken lassen, die spielen dann eine Rolle für die Schilddrüse. Vitamin D3 ist immer ein Thema, wobei man da schauen muss, also da werden verschiedene Werte gecheckt, um einen Vitamin D3-Haushalt sicherzustellen, weil oft ist ja auch so dieses Bewusstsein, wir haben immer einen chronischen Mangel eigentlich in Deutschland. Da kann man noch mal tiefer reingehen. Eisen ist ein Thema, also Eisen ist auch so, dass ich nenne es mal das weibliche Nährstoff, der für uns natürlich super wichtig ist, gerade in der Periodenzeit, hat einfach auch was mit unserem Blut zu tun. Vitamin C ist immer so ein bisschen die Basis, weil auch das Immunsystem spielt eine unfassbar große Rolle im Zyklus. Das fährt nämlich in der zweiten Zyklushälfte leicht runter. Deswegen merken Frauen manchmal auch, dass sie sich nicht so fit fühlen, eher kränkeln in der zweiten Zyklushälfte. Das liegt daran, ganz spannend, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, weil in der zweiten Zyklusphase weiß der Körper noch nicht, ob er eventuell schwanger ist oder nicht. Das kristallisiert sich da erst raus. Und wenn eben nicht, also keine befruchtete Eizelle, dann kommt die Periode. Trotz allem sind in dieser Phase eventuell Fremdkörper im Körper und das ist ein Spermium. Mhm. Und das Immunsystem reagiert sofort auf Fremdkörper. Es würde sofort abstoßend wirken, weil das seine Aufgabe ist. Und deswegen fährt sich das Immunsystem leicht runter, damit es zumindest das Spermium und die Befruchtung der Eizelle, was ja ein tiefer Eingriff auch ist, zulassen kann. Das merken natürlich wiederum andere Frauen. Manche merken es gar nicht, weil das Immunsystem einfach trotz allem sehr stark ist. Mhm. Und manche sind halt angeschlagen, weil der Darm belastet ist oder sonst was. Also man merkt schon, man kommt zu vielen Dingen, aber es ist einfach der ganzheitliche Körper. Man kann da keine Abgrenzung machen. Aber es ist wichtig, dass wir genügend Antioxidantien nehmen, zu uns nehmen, um das Immunsystem zu stärken, dass der Darm auch gesund ist. Dass da halt das Immunsystem gut funktionieren kann, dass die Leber gesund ist, dass die Entgiftung gut funktionieren kann. Und da können dann gewisse Nährstoffe einfach wieder eine Rolle spielen, dass die Leber halt gut arbeiten kann. Viele Frauen, die eben die Pille absetzen, haben ja genau dieses Thema. Das wäre dann auch noch eine weitere Ursache, weil sie sagen, mein Zyklus ist nicht regelmäßig. Ich hatte zum Beispiel 1,5 Jahre nach dem Absetzen keine Periode. Es war ziemlich lang. Hat mir natürlich unfassbar Angst gemacht. Aber klar, ich habe 12 Jahre die Pille genommen. 12 Jahre hatte ich keine natürliche Periode, weil es ist eine Abbruchblutung mit der Pille. Auch das musste mir erstmal bewusst werden. Und der Körper hat eben Zeit gebraucht, um sich zu regulieren, um diese Produktion der Hormone, der Sexualhormone wieder anzukurbeln. Und ich habe ja in der Pubertät schon angefangen. Das heißt, in meinem Fall wusste der Körper gar nicht, wie er Sexualhormone überhaupt produziert. Mhm. Also auch das musste er erstmal lernen. Und das braucht manchmal Zeit. Also Zeit ist natürlich da auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Natürlich kann man auch unterstützen. Man kann einen Hormoncheck mal machen und gucken, wie ist da die Verteilung. Würde ich allerdings erst nach 6 Monaten nach dem Absetzen der Pille empfehlen oder anderer hormoneller Verhütungsmittel, weil eben der Körper Zeit braucht. Und sonst geraten wir oft in die Situation, okay, wir setzen die Pille ab, dann funktioniert die Produktion noch nicht. Wir machen aber einen Test. Der Arzt sagt, oh je, da ist kein Östrogen vorhanden oder keine Östrogene, aber zu viel Testosteron, wir machen eine Hormontherapie. Und dann hängst du wieder drin. Also dem Körper erstmal Zeit geben, bis er es lernt. Und dann kann man immer noch agieren mit einem Test und zu schauen, wie ist die Situation.
Ja klar, weibliche Energie ist natürlich auch da ein großes Thema. Ein Zyklus hängt halt auch mit der weiblichen Energie zusammen. Wie anfangs schon erklärt, Stress ist ein Thema, also gerade was Eisprung und zweite Zyklushälfte betrifft. Auch Nährstoffe natürlich nochmal an dieser Stelle, weil die Gebärmutterschleimhaut wird in der ersten Zyklusphase aufgebaut und ausgestattet mit Nährstoffen, damit die Eizelle sich dann dort einnisten kann und versorgt wird. So, das ist so die erste Nahrungsquelle. Die Gebärmutterschleimhaut muss gut aufgebaut werden, sonst fällt auch da der Eisprung bzw. die Einnistung eventuell aus. Und das können wir dann wieder mit Nährstoffen begünstigen. Es sind ganz viele Themen. Es ist natürlich auch, um es ganz nochmal weit auszuholen, wo viele vielleicht denken, das hat damit keinen Zusammenhang, aber wie kommuniziere ich mit mir und meinem Körper? Wenn ich natürlich von diesem Weg komme, dass ich schon immer gesagt habe, die Periode nervt mich, die Periode ist schmerzhaft, die Periode ist dreckig, was auch immer, was mir beigebracht wurde oder wie ich eben mit mir kommuniziere, ja, dann wird der Körper natürlich reagieren. Also wenn ich mir die ganze Zeit sage, meine Periode ist dreckig und die soll nicht kommen, dann kommt sie eventuell nicht oder sie kommt so stark, dass der Körper sagt, jetzt hör mir mal zu, so nicht. Also auch annehmen, Akzeptanz und eben, das ist für mich eben der wichtige Aspekt, den Zyklus zu leben, um ihn einfach anzunehmen. Er gehört zu uns, wir können ihn nicht wegignorieren, wir sollten ihn nicht ignorieren. Und je mehr wir lernen, mit dem Zyklus zu leben, auch wenn er anfangs noch unregelmäßig ist, umso mehr lassen wir zu, umso mehr geben wir Raum und umso mehr kann er sich natürlich auch entfalten. Warum ist es wichtig, den Zyklus zu haben? Weil es könnte ja auch sein, dass Frauen sagen, ja, mein Gott, Kinderwunsch habe ich keinen oder keinen mehr. Ja, ich habe auch sonst keine Beschwerden. Ich kriege halt manchmal die Tage 48 Tage lang nicht und dann wieder ganz oft. So what? Mhm. Warum wäre es schon wichtig, deiner Meinung nach, zu einem Zyklus zurückzufinden? Weil er beziehungsweise die Sexualhormone nicht nur auf die Periode oder den Eisprung wirken. Sie haben Einfluss auf unseren Schlaf. Also wir schlafen unterschiedlich in der ersten und in der zweiten Zyklushälfte. Wir haben eine andere Aufnahmefähigkeit. Östrogene zum Beispiel wirken ganz extrem auf unser Gehirnareal, wo Emotionen und Erinnerungsvermögen gesteuert werden. Die Gehirnstruktur, das weiß man ja, ist nicht starr. Die verändert sich im Zyklus. Das ist ja auch das Problem, was viele Frauen unter der Pille haben, dass sie so sich so monoton fühlen. Irgendwie so, ja, okay, Stimmung ist immer gleich. Und plötzlich setzen die ab und die denken, oh mein Gott, was ist hier für eine Achterbahnfahrt? Aber das ist der Zyklus und das ist an sich einfach ein wichtiger Prozess. Ich glaube, was eigentlich allen bewusst sein sollte, der Zyklus ist halt, das ist das Natürlichste auf der Welt und der Eisprung ist das Natürlichste auf der Welt. Den zu ignorieren oder zu unterbinden, hat Einflüsse und oder hat einen Einfluss und eben nicht nur auf die Periode, sondern eben auf so viele, viele Themen, auf unsere Partnerwahl, auf unsere Reaktion, auf unsere Aktion, auf unseren Muskelaufbau. Auch Testosteron wird nicht gleich immer ausgeschüttet im Zyklus. Das heißt, wir können an manchen Zyklusphasen mehr Muskeln aufbauen als an anderen. Also man merkt schon, es hat ganz viele so Stränge, die einfach da geschlagen werden. Von daher ist es schon wichtig, den zu haben. Inwiefern wirkt denn der Zyklus auf die Haut? Denn ich weiß, das hast du schon oft geschrieben und auch erzählt, dass das ein großes Thema bei dir auch war. Ne, die schlechte Haut nach dem Absetzen der Pille. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du gemerkt, da ist auch mein Zyklus maßgeblich dran beteiligt? Wie kann ich das nützen? Hängt oft mit Testosteron zusammen. Also Testosteron wird um den Eisprung ausgeschüttet, weil er natürlich auch mit unserem Sexualverlangen zusammenhängt und auch während der Periode. Und das sind oft die zwei Situationen, wo viele Frauen merken, meine Haut verändert sich. Testosteron hängt damit zusammen, also ich versuche es jetzt mal sehr oberflächlich zu erklären, weil es ist sonst sehr tief, aber durch mehr Testosteron wird oft mehr Talg ausgeschüttet und Talg auf der Haut oder auch auf der Kopfhaut führt natürlich zu mehr fettiger Haut oder fettigen Haaren. Das erweitert die Poren, da können sich mehr Bakterien einsiedeln und dann können mehr Mitesser oder eben Pickel entstehen. So, das ist so im Schnelldurchlauf die Situation, was da passieren kann. Das heißt, ich kann im Zyklus verschiedene Phasen haben von Testosteronausschüttung, dann von Talgausschüttung und eben von unreiner Haut. Aber natürlich auch Entzündungsthematiken spielen eine Rolle. Also nicht jede Frau, die
unreine Haut hat, hat automatisch entzündete, eitrige Pickel. Das ist meistens wieder ein Signal, okay, im Zyklus, gerade vielleicht in der zweiten Zyklushälfte, wo das Immunsystem leicht runterfährt und nicht mehr so aktiv gegen die Entzündung angehen kann, kann es passieren, dass wir mehr eitrige Pickel, mehr Entzündung oder diese, ja, diese ganz fiesen, unterschwelligen Pickel, die ganz, ganz arg wehtun und einfach so rot sind. Subkutanen. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder eine Entzündungsreaktion. Aber was sind das für Entzündungen und wo kommen die her und wo im Körper entstehen die? Ja, meiner Meinung nach entstehen sie meistens im Darm. Ist Haut und Darm, die hängen natürlich auch unfassbar eng zusammen. Also sowas kann entstehen, wenn ich natürlich Allergien habe, Unverträglichkeiten, aber nicht darüber mir im Klaren bin oder sie ignoriere. Dann hat der Körper natürlich andauernd zu kämpfen und es sind immer wieder wie so kleine Brände, die der Körper da löschen muss, jeden Tag. Und wir ernähren uns nun mal jeden Tag. Also die Ernährung ist natürlich unfassbar wichtig. Was tut mir gut, was nicht? Klar, Zucker, Weizen, Milchprodukte haben viele, ich sag's jetzt mal Frauen, aber natürlich ist das, betrifft das auch Männer, das Problem, dass sie merken, okay, meine Haut reagiert da drauf. Weil natürlich Zucker ist jetzt nicht unbedingt super nährstoffreich und bringt eher unser Blutzucker zum Schwanken. Das schüttet in, da muss wieder mehr Insulin ausgeschüttet werden. Das triggert wieder Testosteron, das dann wieder Talg. Also so sind eben auch wieder Sexualhormone, die spielen halt mit vielen, vielen Prozessen da einfach ihren Zusammenhang. Und ja, klar, also der Darm ist natürlich ein Thema. Also auch gerade, wenn man vielleicht vom Absetzen der Pille kommt, dann unterschätzt man oft, dass die Pille ja ein orales Medikament ist. Also sie muss ja den Darm passieren, genauso wie die Leber. Das heißt, über diese jahrelange Einnahme, und es wurde nachgewiesen, dass die Antibabypille Hefepilze im Darm begünstigen kann. Das können dann zum Beispiel so Themen sein wie Candida. Das ist einfach eine Überlagerung von schlechten Bakterien. Und wenn da das Milieu nicht stimmt und die Balance nicht stimmt, dann hat der Darm natürlich auch wieder zu kämpfen. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Leber. Wenn die nicht richtig entgiften kann, dann kann sie Östrogene nicht gut abbauen, was auch eine Funktion von ihr ist. Und dann haben wir wieder zu viel Östrogene und dann ist der Zyklus wieder unregelmäßig. Also es ist überall. Also es mag jetzt auch, wenn man mich so hört, vielleicht ein bisschen überfordernd klingen und man denkt sich, oh mein Gott, wo soll ich denn überall ansetzen? Aber mein Tipp ist da immer so erstmal, okay, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier anfangen soll, dann such dir einen guten ganzheitlichen Mediziner, einen Heilpraktiker oder Heilpraktikerin. Geh das Thema da nochmal an. Ich habe ja auch einen Online-Kurs oder mein Buch Haut klar. Da wird nochmal viel einfach besprochen zu diesem Thema, welche Kriterien man zur Hand nehmen kann, was man umsetzen kann. Oder manchmal hilft es auch wirklich mal, sich kurz runterzufahren und zu sagen, was ist meine Ursache? Oft kommuniziert der Körper mehr mit uns, als wir denken. Und manche merken es vielleicht schon, manche wissen vielleicht, okay, es ist mein Stress, es ist meine toxische Beziehung, die mir einfach seit Jahren schon nicht gut tut, aber wollen es halt nicht wahrhaben, weil es einfach auch weh tut, dahin zu schauen. Auch das kann eine Ursache für unreine Haut sein, weil die Haut ist das Organ, das uns schützt nach außen hin. Es schützt uns und es hat was mit Abgrenzung zu tun, es hat was mit Schutzmantel zu tun. Wenn wir Dinge immer in uns reinfressen, das ist jetzt wieder die Ecke der Psychosomatik, aber immer in uns reinfressen, nie rauslassen können, weil wir sie nicht aussprechen können, ja, dann muss ja irgendjemand das Thema übernehmen und das macht halt dann die Haut und sagt, oh gut, wenn du es nicht aussprichst, dann zeige ich es der Welt. Und dann musst du auch was, du musst handeln, denn es ist so sichtbar auch für die Welt. Ne? Das lässt sich nicht mehr wegreden und leugnen. Was hast du konkret gemacht damals, als du die Pille abgesetzt hast und deine Haut war so schlecht? Denn deine Haut ist jetzt ja wunderschön. Danke. Also ich würde mir wünschen, dass ich damals natürlich das Wissen schon gehabt hätte. Andererseits muss ich auch sagen, die unreine Haut war der beste Lehrer und das Beste, was mir passiert ist, weil es hätte mich sonst nie zu dem gemacht und zu dem Beruf geführt, den ich heute mache. Das war aufgrund der unreinen Haut, auch dass ich mein erstes Buch geschrieben habe und so völlig utopisch damals für mich diese Vorstellung. Also du hast damals zu recherchieren begonnen, viele Gespräche geführt und hast das Wissen gesammelt und hast dann deine neuen Ausbildungen auch gemacht. Genau, weil ich gemerkt habe, okay, ich komme bei Hautarzt, Frauenarzt, Hausarzt nicht mehr weiter. Soll jetzt kein Bashing gegen Ärzte sein, aber ich kam einfach nicht mehr weiter. Es war immer nur, da hilft nur die Pille, da helfen nur Cortisoncremes. Das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich mich halt auf die eigene Reise begeben. Es war nicht immer schön, es war nicht immer leicht. Es war vor allen Dingen auch lang, weil ich halt
viel ausprobiert habe. Was habe ich gemacht? Dieses typische Sachen, Saftkuren, Cremes und, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, Sina, deine Thematik liegt wohl ein bisschen tiefer. Bei manchen Frauen ist es rein das Weglassen von Milchprodukten. Die sagen, danach ist alles gut gewesen. Bei mir war es ein kleiner Schritt, aber es war ein kleiner Hebel. Tatsächlich, meine Veränderung war wirklich erst, als ich emotional, psychisch an mir gearbeitet habe. Da hatte natürlich die Trennung mit einen großen Faktor, da hatte mein Berufswechsel einen großen Einfluss und einfach so diese, ich lasse Dinge einfach zu, ich spreche Dinge aus, ich stehe hinter dem, was ich möchte, also einfach dieses Kennenlernen von mir selber, zu wissen, was will ich und was nicht und kann das kommunizieren, das war für mich sehr ausschlaggebend. Aber es war ein Weg. Ja, und ich nehme an, du hast auch Coachings gemacht oder eine Gesprächstherapie und hast da richtig gegraben. Absolut. Es war auch nicht immer einfach, aber es war ja dann im Endeffekt nicht nur so, dass einfach nur meine Haut besser wurde, sondern ich habe ja so vieles dann für mich verändert. Deswegen war die unreine Haut mein bester Lehrer tatsächlich. Und du hast deinen ganzen Beruf verändert. Absolut. Ja, ein ganzes Business aufgebaut, Bücher geschrieben. Was hast du auf der körperlichen, auf der physischen Ebene verändert, was du auch heute noch beibehältst, um deine gute Haut zu behalten? Es ist natürlich schon auch eine Pflegeroutine, die ich für mich entwickelt habe. Also Hautpflege ist ein Faktor. Ich habe dann ja auch ein Unternehmen gegründet, das eine Hautpflege herstellt, auch ätherische Öle, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es viel komische Sachen. Es gibt zwar viele Naturprodukte, aber irgendwie war dann doch oft komisches Zeug drin. Ich habe dann die Aloe Vera Pflanze zum Beispiel für mich entdeckt. Also da bin ich sehr hängen geblieben, weil sie einfach unfassbar viel Feuchtigkeit spendet. Ich habe aufgehört, wild an meinen Pickeln rumzukratzen, rumzudrücken. Das hat natürlich auch schon, also ich kenne dieses Thema, dass man da immer irgendwie rumfummeln muss, weil man denkt, das kann doch jetzt nicht sein. Und man muss diesen Pickel ausdrücken. Aber da ist halt auch oft ein Prozess dahinter und der Pickel muss halt sich selber reifen und gehen. Das war für mich sehr schwierig, das anzunehmen, weil einfach natürlich alles sichtbar war. Ich habe vermieden, dass ich jegliche Sachen auf meine Haut drauf schmier, weil es eigentlich dann nur noch schlimmer wurde, weil die Haut nicht atmen konnte. Ich habe aber auch natürlich Sachen gemacht, wo meine Haut wirklich mehr atmen konnte. Das war zum Beispiel, dass ich ganz oft irgendwie an die frische Luft gegangen bin, ohne Make-up drauf zu haben, ohne Puder drauf zu haben, dass die Haut wirklich atmen konnte. Ich habe auch, es ist jetzt nicht nur rein körperlich, natürlich auch seelisch, aber ich habe auch angefangen, einfach eine Meditation zu machen und in der Meditation wirklich bewusst den Körper zu fragen, was blockiert dich? Was ist hier, was dich oder was willst du mir sagen, was willst du mir kommunizieren? Und habe einfach versucht, da eine engere Connection zu meinem Bewusstsein oder zu meinem Unterbewusstsein natürlich auch zu schaffen. Das war für mich anfangs total komisch, weil ich gedacht habe, boah, Meditation ist alles so spirituell und das kann doch nicht funktionieren, aber es ist halt eine. Wir kommunizieren täglich mit anderen Menschen, aber mit uns selbst haben wir es irgendwie, also wir sagen uns zwar ganz oft Dinge, manchmal auch nicht so schöne, aber so die wirkliche Kommunikation mit uns, die haben wir echt ein bisschen verlernt und das habe ich versucht stark zu üben, um halt immer wieder auch zu reagieren auf Veränderungen und die bewusst wahrzunehmen. Und das sind oft die Frauen, die in meine Coachings kommen, die sagen, Sina, ich habe alles versucht, nichts hat geholfen. Diesen Satz, den höre ich zu Beginn meistens, weil halt einfach immer noch nicht richtig bewusst gemacht wurde, dass man einfach mit sich kommuniziert, dass wir mit uns täglich sprechen. Und wenn ich natürlich dann immer versuche, Saftkuren zu machen oder noch wieder eine neue Hautpflege oder, dann grabe ich aber nicht richtig an der Stelle, wo es halt wo wirklich die Ursache liegt, sondern ich verändere halt viel im Außen, aber nicht in mir drin. Und das war für mich auch nochmal sehr ausschlaggebend. Hast du auch ernährungstechnisch irgendwas verändert und beibehalten? Ja, also ich war tatsächlich lange Zeit vegan. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil es mich irgendwann so gestresst hat. Wo ich dann auch wieder gemerkt habe, okay, ich schätze die vegane Ernährung sehr, weil ich der Meinung bin, dass diese pflanzenbasierte Ernährung uns sehr gut tut.
Aber ich habe mir einen unfassbaren Druck gemacht. Und wo ich mir auch einen Druck gemacht habe, ist halt immer so diesen Ernährungs-Lifestyles zu folgen. Also eine Person sagt, das und das ist das Nonplusultra. Und dann habe ich so nachgemacht. Und es hat für mich so gar nicht funktioniert. Und ich dachte, was stimmt mit mir nicht? Dabei wurde mir dann natürlich irgendwann bewusst, dass jeder Mensch anders ist und auch eine andere Aktivität hat. Also ich kann meine Ernährung nicht vergleichen wie mit jemand, der auf dem Bau arbeitet und täglich körperliche Arbeit verrichtet. Der braucht eine ganz andere Ernährung, ganz anderes Energieaufkommen. Das wurde mir erstmal bewusst, aber was habe ich da beibehalten? Also nach wie vor habe ich gemerkt, Milchprodukte tun mir nicht gut. Die habe ich komplett aus meinem Ernährungsplan. Sämtliche oder gehen Ziege und Schaf? Ist es also rein Kuhmilch war für mich ganz schlimm. Auch vieles in Verbindung damit, wie zum Beispiel Käse und Sahne, hat mir einfach nicht gut. Also ich habe einfach auch da gemerkt, okay, Sina, wenn du das isst und du hast danach einen Bleber, auch Blähungen, dann kann das nicht stimmen. So, und das muss man halt irgendwann auch mal akzeptieren. Dass, wenn also du hast die Schokolade gegessen oder eben den Käse und hattest den Blähbauch und danach wahrscheinlich auch die Haut war dann wieder genau, schlimm. Genau. Bei Joghurt habe ich nicht so eine schlimme Veränderung gemerkt. Ich habe dann einfach angefangen. Weil Joghurt hat natürlich teilweise auch noch Vorteile und die konnte ich für mich gewinnen. Also aufgrund ihrer Milchsäurebakterien dann natürlich auch, wenn sie fermentiert wurden, dass man dann halt was Gutes auch für den Darm tun kann. Also da habe ich jetzt keine negative Veränderung gemerkt. Das heißt, Joghurt habe ich immer mal wieder noch in meinem Nahrungsplan, aber halt nicht mehr so im krassen Übermaß oder auch. Was isst du stattdessen? Ich habe zum Beispiel einen Kokosjoghurt oder Cashewjoghurt, den habe ich für mich entdeckt. Soja ist auch was, wo ich nicht so richtig gut mitkonnte. Jetzt bist du kurz gestockt. Das Internet war jetzt kurz gestockt. Stock, stock, stock. Bin ich wieder da? Du warst kurz weg. Also du hast die Cashewmilch für dich entdeckt. Also ich habe für mich so Kokosjoghurt, Cashewjoghurt für mich entdeckt, auch eher Hafermilch anstatt Kuhmilch. Und habe einfach für mich eine Veränderung gemerkt, dass es erstmal in der Verdauung besser wurde und dann auch längerfristig gesehen bei der Haut. Ich habe viel mehr frisches Gemüse eingebaut, manchmal auch Rohkost, sodass ich mir einfach morgens schnibbel ich mir schon so wie so einen kleinen Teller mit Kohlrabi, mit Karotte und so. Und das esse ich über den Tag verteilt. Das liegt dann da einfach und ich snack das. Hab ein paar Nüsse drauf, also das hilft mir unfassbar, nicht in die Situation zu kommen, dass ich dann doch mal irgendwie an Süßigkeiten-Schrank laufe. Aber ich muss auch sagen, ich habe für mich dann auch, und das ist jetzt in der Stillzeit, also ich still meine Tochter noch, das heißt, auch da habe ich natürlich ein enormes Energieaufkommen, verbrauche sehr viel Nährstoffe, es ist sehr anstrengend manchmal, also rein körperlich einfach gesehen, dass ich schon auch merke, okay, wenn ich dann doch mal Nervennahrung brauche, und das ist halt dann für mich nicht die 99-prozentige Zartbitterschokolade, sondern das ist halt dann die Vollmilchschokolade, dann lasse ich das zu. Also ich tue mich nicht selber bestrafen und danach irgendwie bereuen, sondern ich lasse es zu. Ich sage, es ist in Ordnung so, ich brauche das jetzt und es ist okay, morgen ist ein neuer Tag. Also auch da ein bisschen lockerer zu werden und loszulassen, das habe ich tatsächlich für mich auch als sehr wertvoll. Ja. Isst du Weizen oder generell Gluten? Also ich versuche natürlich mehr auf Vollkorn zu gehen, einfach aufgrund, weil es mehr langfristige Energie liefert. Weizen oder Weißmehl, das ist natürlich immer das Problem mit dem Blutzuckerspiegel, mit dem schnellen Anstieg und dem schnellen Abfall dann auch, dass man dann halt merkt, boah, nach dem Teller Weizenspaghetti brauche ich erstmal Mittagsschlaf oder einen Kaffee oder was Süßes, um mich wieder hochzupuschen. Und ich habe einfach dann gemerkt, dass ich aus dieser Spirale rauskam, immer wieder essen, dann wieder total erschöpft sein und dann wieder nur mit Süßigkeiten oder Kaffee mich da rausholen. Das heißt, das war für mich einfach da auch nochmal ein Punkt zu sagen, ich gehe eher in die komplexen Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Vollkorn oder so. Und das tut mir gut. Also heißt aber nicht, dass ich mal nicht eine Pizza esse. Also gar nicht. Ich freue mich dann auch drauf und dann genieße ich das ganz bewusst. Aber ich mache es halt nicht zum Übermaß. Ja, ich nehme das jetzt sehr mit von unserem Gespräch. Also dieses sich auch was erlauben, sich was gönnen, in die Weichheit zu gehen, sich selbst zuhören, mal abwarten, beobachten, liebevoll zu sein. Und dann, wenn nötig, auch wirklich einzugreifen mit den unterschiedlichsten Mitteln, um sich selbst wieder ins Lot zu bringen. Sina, ich danke dir sehr für diesen Einblick. Ich danke dir. Und ich wünsche dir alles Liebe mit deiner kleinen Tochter weiterhin. Vielen Dank und dir alles Gute noch in der Schwangerschaft. Oh, danke schön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify.
Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle 2 Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast@carpediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Schlafcoaching-Expertin Brigitte Holzinger.